Dieses Projekt unterscheidet sich im Speziellen durch die Höhenlage und die Abgeschiedenheit von anderen ähnlichen Bauvorhaben. Eine besondere Kennzahl zu dem Projekt ist, dass wir den zweithöchsten Alpendurchstich bauen. Bei diesem Bauvorhaben realisieren wir den Neubau des Albula-Tunnels mit einer Länge von 5.860 Meter, 1.800 Meter Seehöhe. Neue Technologien im Einsatz sind unter anderem eine besonders moderne Bohrdatenaufzeichnung und Auswertung, aber auch ein 3D-Profilscanner, der uns die Arbeit natürlich ungemein erleichtert. Nachhaltig ist der Umgang mit dem Ausbruchsmaterial. Der Tunnelausbruch wird vorwiegend zu Gleisschotter aufbereitet und der Rest wird zu Betonzuschlag verarbeitet. Ich denke, dass es hier zwei Herausforderungen gibt. Im Sprengvertrieb war es vor allen Dingen die schwierigen Luftverhältnisse, Staubbelastung, Ammoniak und im Winterbetrieb, dass, wenn die Rettungswege und Zufahrten nicht mehr gegeben sind, der Baustellenbetrieb eingestellt werden muss. Besonders hervorheben kann man hier die erschwerten logistischen Rahmenbedingungen. Unsere Baustelle muss zu 100% über die Bahn versorgt werden. Ich erinnere mich besonders an die Heimfahrt mit dem Schlitten von der Baustelle runter in die Wohnung.